So, schönen guten Morgen. Es ist Donnerstag. Wir fahren in Südtirol mit den Kollegen, mit den Knieser-Jungs. Wer das ist, sehen wir später. So, das ist mal ab. Ciao. Alles gut. Los. Da liegt oder nicht? Der fünfte kann leider nicht, aber vier gewinnt. Janik, was hast du da für ein neues Businessmodell da? Ja, wir sind hier gerade über die Grenze gefahren und haben da ein bisschen geflogen bei dem wunderbaren See, der noch halb gefroren ist. Und dann ist ein alter Bäppeli gekommen. Eigentlich haben wir alle gedacht, wir kommen jetzt zu und zusammenschiessen. Schau, oh, voll geil, wow. Das ist der Ort. Schau, tu mal da schnell. Mist. Ja, warte, anhalten. Gut, also ich wollte erzählen, wir sind über die Grenze gefahren, da ist der alte Bäppeli gekommen. Dann hat er gesagt, ja, das ist schon verrückt mit dieser Drohne und so, dass man Fotos machen kann. Dann hat er gefragt, ob wir von seinem Laden Fotos machen können. Er verkauft dort Käse und Früchte. Dann habe ich gesagt, ja, gegen ein gutes Stück Käse machen wir doch das. Dann hat er gesagt, also kommen wir rüber. Dann haben wir das gemacht. Die erste Einkauf für das Apéro bei einem guten Rosé schon erledigt, ohne dass wir etwas bezahlt haben. Marco, guter Parmesan, bin ich glücklich. Egal. So läuft's. Wunderbare Südtirol. Hier hinten schlafen wir. Das ist die Aussicht. Es ist leider schon die Sonne unten, dort unten in diesen Dörfern. Aber eine wunderbare Geschichte. Wir sind ein bisschen Wein degustieren, gut gegessen und sind noch bis am Montag da. Jetzt haben wir gerade noch einen guten Spot gefunden, gerade neben dem Haus, wo wir jetzt noch gute Rosé trinken und das ein bisschen geniessen. Kannst du mir noch mal deine Socken zeigen? Das ist leider nicht aufgenommen vorher. Wow! Sind wir soweit? Ja, wir sind soweit. Gehen wir morgen in den Schlüssel. Autoschlüssel. Also wir sind eigentlich fünf Kollegen, die regelmässig zusammen kochen, Wein degustieren, Grappa trinken und einfach alle schöne Sachen geniessen. Das sind wir aber nur vier. Vor zwei Jahren sind wir schon mal ins Piemont gefahren. Das war in Südtirol. Und ja, jetzt fahren wir hier zum nächsten Weingut. Ja, nicht mal ganz. So, wir gehen jetzt gerade auf das Weingut von der Elena Walch. Ein relativ grosses Sortiment haben wir gesehen. Jetzt können wir ein paar gute Weine probieren, hocken ins Bistro und essen etwas Süßes. Lange. 10 Monate Linie, hier haben wir es nicht.
Also haben wir die obligaten Fotos gemacht. Ja, ihr schaut das an. Da. Wunderbar. Da. Selber grillieren. Hier guten Rind zu machen. Schöne Schnecken, wie es natürlich muss sein. Dann hat er noch ein gutes Kleiderseseli gemacht. Und jetzt wünsche ich allen einen guten und bis nächstes Jahr.